Ich freue mich, dass ich euch heute meinen Mitbest-Lesemonat präsentieren kann, nämlich für den Mai 2024. Ich wollte jetzt gerade schon 25 sagen. Ich weiß, wir haben Schaltjahr dieses Jahr, aber das kommt irgendwie nicht so ganz hin. Ja, ich habe mich so ein bisschen durch den Mai durchgemogelt, indem ich sehr viele Comics gelesen habe. Aber trotzdem bin ich recht stolz auf mein Ergebnis und ja, ich habe es ja jetzt schon gesagt mit den Comics, ich habe es auch schon in meinem letzten Lesemonat gesagt, dass ich endlich angefangen habe, meine Marvel-Comics zu lesen. Und ich würde sagen, dass ich euch jetzt einfach mal die ganzen Comics im Schnelldurchlauf zeige und werde dann einfach so mein Fazit jetzt einfach mal dafür geben, würde ich mal sagen. So, fangen wir mal an. Das erste Buch, was ich jetzt hier einfach komplett durcheinander hier auf meinem Stapel habe, ist Civil War, The First Avenger. Dann haben wir hier Black Panther. Avengers Infinity War. Guardians of the Galaxy, der erste Teil. Thor Ragnarök, der beziehungsweise Tag der Entscheidung, der dritte Teil. Dr. Strange, der erste. Avengers Old of Ultron. Avengers, der erste Teil. Und last but not least haben wir jetzt hier in einer völlig ramponierten Ausgabe Iron Man Nummer 3. Oh, und weil die einfach so schwer sind, würde ich mal sagen, packe ich die einfach mal zur Seite und gebe euch jetzt einfach mal mein Fazit zu diesen Büchern. Also erstmal, bevor ich jetzt damit starte, würde ich mal sagen, also ihr seht erstmal hier an der Seite, ihr habt das auch vielleicht in meinem Bücherregal schon mal gesehen. Wenn man alle Bücher nebeneinander stellt, hat man dann quasi nachher so ein ganzes Bild, was mich ja damals unglaublich, unglaublich geflasht hat. Deswegen musste ich ja auch diese ganze Reihe haben. Habe sie jetzt endlich gelesen, aber unterm Strich muss ich sagen, dass ich doch von dem ein oder anderen Buch immer relativ enttäuscht war. Also man hat quasi, ich nehme jetzt hier schon wieder einfach mal Guardian of the Galaxy. Man hat hier quasi ein Stück erzählt, auch original gezeichnet aus dem Film. Das ist aber immer nur eine kurze Geschichte. Und dann packt man irgendwelche Geschichten, die irgendwie gar nichts mit dieser Story zu tun haben, damit rein. Also zum Beispiel in Doctor Strange war jetzt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, war Iron Man mit drin? Und ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren da halt Geschichten drin, die passten gar nicht zueinander. Deswegen war ich da nachher relativ enttäuscht von, dass man auch gar nicht die Hauptstory wiedergegeben hat. Zum Beispiel in Infinity War hat man überhaupt nichts. Da kam Doctor Strange drin vor. Ich meine, ja, er kommt auch drin vor. Auch dieser Ausschnitt ist in irgendeiner Form vorhanden im Film. Aber trotzdem, also ich fand, von der Aufmachung her war es echt absolut unlogisch. Deswegen, also unterm Strich, gute Bücher. Für jeden Marvel-Film auf jeden Fall muss im Regal. Aber wie gesagt, ich fand das von der Story her nicht so gut gelöst. Von daher, ich werde die Bücher natürlich auf jeden Fall behalten, denn ich liebe es, wenn sie bei mir im Bücherregal stehen. Aber ja, ich hätte mir deutlich mehr davon versprochen. Und ja, das war jetzt meine Marvel Comic-Review für dieses Video. Schade, ja. So, dann machen wir mal weiter mit einem Highlight von mir. Ich habe ja jetzt auf meiner Leseliste den dritten Teil, damit ich die Reihe endlich mal beenden kann. Denn ich habe vor kurzem natürlich auch noch den zweiten Teil von Josie Wismar, Words You Need, gelesen. Und das Ganze ist ein Buch, was mich wirklich wieder sehr, sehr berührt hat. Es geht hier nämlich um Lexi und sie genießt ihr Leben in Amber Falls in vollen Zügen. Sie liebt ihr Studium und ihre Arbeit als Grafikerin, verbringt viel Zeit mit ihren Freunden und feiert gern und ausgelassen. Dabei hat sie nur eine Regel: Männer bleiben nicht länger als eine Nacht. Doch dann trifft Nate in ihr Leben, der erste Mann, der ihre emotionalen Mauern einreißen könnte. Denn er will mehr als nur ein One-Night-Stand. Während Nate um Lexi kämpft, holt ihre dunkle Vergangenheit sie ein und droht ihr Leben auf den Kopf zu stellen. Schafft Lexi es, Nate zu vertrauen?
Manchmal reichen schon die richtigen Worte, die falschen können aber alles zerstören. Ja, ihr merkt schon, also es ist eine sehr niedliche Liebesgeschichte und ich mochte wirklich Lexi als auch Nate. Es war wirklich super, super süß. Also ich habe mich auch sofort in Nate verknallt. Also es sollte mehr Nates auf der Welt geben. Ja, und auf jeden Fall eine super süße Geschichte. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Es hat von mir 5 von 5 Sternen bekommen. Und wie gesagt, es ist vielleicht auch so eine absolut perfekte Sommerlektüre, weil man sich einfach so in seinen Liegestuhl liegen kann und ja, dieser Geschichte lauschen. Es ist wirklich super süß gemacht. Ich habe wirklich jede Seite genossen und ich freue mich schon mehr darauf, von Josie Wismar zu lesen. Ja, dann habe ich es endlich geschafft und habe die Mörderfinder-Reihe von Arno Strobel beendet, denn das Ganze habe ich ja immer als Hörbuch verschlungen. Es wird nämlich von dem Hörbuchsprecher von Adam Sandler gesprochen und das feiere ich einfach so, dass er die Geschichten ja so spannend lesen kann, aber man auch quasi diese lustige Stimme von Adam Sandler hat. Das finde ich so cool, also ehrlich. Wenn er noch andere Hörbücher spricht, glaube ich, würde alles von ihm hören, wirklich. Gibt es übrigens auch als BookBeat, die Hörbücher sind nicht allzu lang. Ich glaube, die gehen um 7-8 Stunden. Deswegen habe ich das einfach so dann halt weggesuchtet. Die ersten beiden Teile habe ich euch ja vor kurzem schon in meinem Lesemonat gezeigt. Und ja, jetzt habe ich mir noch den dritten geschnappt mit den Augen des Opfers. So sieht das aus, das ist der rote Band. Und hier weiß natürlich keiner, was vor über 20 Jahren in dem kleinen Weinort an der Mosel geschah. Ein junger Winzer verschwand, doch der Fall konnte nie aufgeklärt werden. Und 2 Jahrzehnte später geht der Fallanalytiker Max Bischoff auf Bitte von Polizeirätin Keskin neuen Hinweisen nach, bis eine neue Frau ermordet wird und ihre Leiche grausam inszeniert im Weinberg entdeckt wird. Ja, genau. Und jetzt liegt es natürlich in den Händen von Max Bischoff, ob er diesen Fall hier aufklären kann oder nicht. Aber es ist wieder so spannend gewesen. Ich konnte wieder nicht aufhören, ja, das Ganze zu verschlingen. Also ich habe wirklich jede freie Minute habe ich an diesem Hörbuch gesessen. Und ja, jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt habe ich mir natürlich noch den vierten und letzten oder aktuellen Band, ich weiß nicht, ob dann noch was kommt, die Stimme der Angst geschnappt und habe gedacht, ich hau das einfach hinterher, dann hätte ich nämlich diese Reihe hier auch beendet. Und natürlich geht es hier auch weiter mit dem Fallanalytiker Max Bischoff, denn er traut seinen Augen nicht. Die Frau auf der Beerdigung sieht seiner großen Liebe Jennifer Sommer zum Verwechseln ähnlich. Doch Jennifer ist seit 5 Jahren tot. Und Max gibt sich immer noch die Schuld daran. Die Begegnung lässt ihn keine Ruhe, er spricht die Unbekannte an, aber es besteht keine Verbindung zu Jennifer. Als kurz darauf jemand in seinem Umfeld verschwindet, denkt Max an das Versprechen, das er sich selbst gegeben hat. Nie wieder ein Mensch, meinetwegen sterben. Aber was, wenn doch? Das ist natürlich auch wieder die Frage in diesem Buch, ne? Wie gesagt, also das sind super spannende Fälle. Die kann man auch quasi unabhängig voneinander lesen. Es geht halt immer nur um Max Bischoff, der quasi auch die ganzen Fälle ja, löst. Und ich bin jetzt gerade mal überlegen, er hat nämlich noch eine andere Reihe geschrieben, woher ich ihn nämlich noch kenne. Fällt mir natürlich nicht ein, ich lasse bei mir im Bücherregal stehen. Aber auf jeden Fall, Max Bischoff ist einer meiner Lieblingscharaktere von den Büchern von Arno Strobel. Ich habe ja Arno Strobel damals auch schon auf der Buchmesse kennengelernt, ein super, super sympathischer Autor. Und ja, dementsprechend, ich liebe seine Bücher, ich muss alle immer verschlingen und ja, damit habe ich auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gehabt. Und ja, jetzt kommen wir zu einem Buch, wo ich euch einfach nicht sagen kann, wie ich das finde, ehrlich gesagt. Und zwar habe ich mir von Stephen Chbosinski Der unsichtbare Freund geschnappt. Und hier steht schon drauf, für alle Fans von Stephen King. Also man merkt auch irgendwie, dass es nicht von Stephen King ist, aber so mega ähnlich wie die Bücher von Stephen King. Es ist ganz, ganz, ganz kurios. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, und die Geschichte hier, da ist unser Protagonist Christopher und er ist 7. Er ist neu in dem Städtchen Mill Grove. Er ist quasi mit seiner Mutter dorthin geflohen. Und ja, es gibt so ein besonderes Waldstück, sag ich mal. Und ja, eines Tages verschwindet dann Christopher für ein paar Tage. Als er dann wieder auftaucht, ist er dann nicht mehr derselbe. Also er hat vorher auch Probleme gehabt beim Lernen, beim Schreiben, beim
lesen und auf einmal scheint das alles verschwunden zu sein. Er ist ein komplett neuer, anderer Junge, aber irgendwie auch der gleiche. Und ja, jetzt setzt er sich quasi in den Kopf, dass er ein Baumhaus bauen will. Er hört auch immer eine Stimme durch eine Plastiktüte. Ich weiß, das klingt jetzt sehr skurril, aber es ist halt so. Ja, und er scheint dann einen netten Mann kennengelernt zu haben durch diese Stimme. Aber ob diese Stimme so nett ist und was es damit auf sich hat, könnt ihr nur in diesem Buch hier nachlesen. Ich muss sagen, es war sehr, sehr skurril. Ich kann auch nicht sagen, ob ich es als gut oder schlecht fand. Also die ersten 3 Teile oder so habe ich wirklich im Eins weggesuchtet, weil ich es so spannend fand. Und danach habe ich so gedacht, da gab es auch ein paar Logik-Sachen, wo ich gedacht habe, okay. Ja, aber unterm Strich fand ich es eigentlich ganz gut. Es hat von mir 3 Sterne bekommen und wie gesagt, wenn ihr Bücher von Stephen King mögt, vielleicht könnt ihr mit diesem Buch hier auch einiges anfangen. Schaut mal gerne vorbei und das war jetzt mein letztes Buch. Nein, beziehungsweise das war nicht mein letztes Buch. Ich habe es nämlich komplett vergessen. Ich habe nämlich noch ein Hörbuch gehört und das Buch habe ich nicht hier. Deswegen muss ich euch das Ganze jetzt mal einblenden. Ich habe es nämlich gehört, weil es das Lieblingsbuch von Cornelia Funke ist. Sehr vor kurzem habe ich ein YouTube-Video von ihr gesehen, wo sie ihre Lieblingsbücher vorstellt. Ja, und ich habe natürlich gedacht, jetzt bei BookBeat, dann höre ich mir das Ganze mal an. Nämlich ist das von Astrid Lindgren, die Brüder Löwenherz. Genau. Und das Buch hier, das Besondere ist einfach, dass es ein Kinderbuch ist, das es aber auch vom Tod erzählt. Und das ist einfach so liebevoll gemacht. Also man muss dazu sagen, dass Astrid Lindgren auch immer so ein Vorbild für Cornelia Funke gewesen ist. Und ich habe einfach auch Cornelia Funke in dieser Geschichte gesehen. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Also sie hat sich wirklich sehr an Astrid Lindgren orientiert. Das merkt man auch, finde ich so, wenn man das jetzt weiß, in ihren späteren Büchern dann auch. Ja, aber wir kommen nochmal zu den Brüdern Löwenherz. Und zwar geht es in dieser Geschichte um die beiden Brüder Jonathan und Karl Löwenherz. Und der ältere Bruder, Jonathan meine ich, erzählt seinen jüngeren Brüder immer quasi Geschichten, was nach dem Tod passiert. Und ja, seine Aussage ist, dass man dann später in ein geheimnisvolles Land verschwindet, wo man nach dem Tod weiterleben kann. Und das ist Nagiala. Ja, und der jüngere Karl, der ist momentan ist er sehr, sehr krank und es sieht auch aus, als ob er dem Tod nahe ist. Und ja, die beiden finden sich dann irgendwann auch in diesem geheimnisvollen Land wieder und erleben dort auch sehr viele Abenteuer. Und es ist eine sehr, sehr berührende, traurige, aber auch schöne Geschichte. Wie gesagt, das ist ein Kinderbuch, aber ich finde es auch schön, dass Astrid Lindgren dann quasi diese Thematik Tod den Kindern auch irgendwie liebevoll verpackt und so weitergibt. Und ja, es war eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich verstehe, warum Cornelia Funke diese Geschichte so mag. Ich habe es, wie gesagt, als Hörbuch gehört und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Eine super schöne Geschichte. Schaut auf jeden Fall mal bei diesem Buch oder Hörbuch vorbei. Genauso wie natürlich bei den anderen Titeln. Also ich werde euch nochmal alle Titel in der Infobox verlinken, dass ihr dort vorbeischauen könnt. Ich glaube, Rezensionen gibt es dieses Mal nicht. Schade, vielleicht nächstes Mal wieder. Ja, und ansonsten ist jetzt genug gesagt. Ihr dürft mir nochmal gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, ja, sehen wir uns dann im nächsten Video. Bye, ihr Lieben!